Herr Genscher, mich interessiert vor allem als etwas jüngerer Student, wie Sie aus heutiger Sicht den Prozess insgesamt der Wiedervereinigung gesehen oder bewerten würden und an welchem Standpunkt Sie momentan die Bundesrepublik Deutschland dort einordnen würden. Würden Sie sagen, dass es noch Zeit benötigt in der Wiedervereinigung oder sehen Sie schon große Teile der Wiedervereinigung abgeschlossen? Es ist kein Prozess, ist je abgeschlossen. Aber in der Vereinigung der beiden Teile sind wir uns sehr viel näher gekommen. Also wenn Sie das als Strecke bemessen wollen, haben wir die Hälfte längst überschritten. Die Mauer in den Köpfen, von der viel geredet wird, ist oft eine persönliche Mauer. Aus durchaus nachvollziehbaren Gründen bei vielen. Ich stelle fest, dass die Fragen, die junge Menschen Ost und West stellen, völlig gleich sind. Ich hätte noch eine zeitgenössischere Frage. Und zwar gibt es ja seit einigen Jahren die Linkspartei in Deutschland. Und die wird hier häufig, zumindest vom politischen Gegner, mit der ehemaligen SED verglichen. Wie sehen Sie denn aufgrund Ihrer Kontakte damals als Bundesaußenminister mit der SED-Führung oder mit Vertretern der SED diesen Vergleich aus heutiger Sicht? Ich bin eigentlich ganz unzuständig, diesen Vortrag zu halten, muss ich jetzt hier eröffnen. Weil für die Bundesrepublik Deutschland die DDR nicht Ausland war. Das heißt, der für die auswärtige Beziehung zuständige Bundesminister des Auswärtigen war nicht zuständig für die Beziehung zur DDR. Ich habe mit dem Außenminister der DDR mich in New York in jedem Jahr getroffen, weil wir zuständig waren für die auswärtige Beziehung, soweit es sich um internationale Angelegenheiten handelt, also Zusammenarbeit in der UNO, Zusammenarbeit im Rahmen der KSZE. Zusammenarbeit bei Abrüstungsverhandlungen. Das alles lag in meinem Ressort, insofern hatte ich das auch zu tun. Es waren natürlich fundamental unterschiedliche Auffassungen, die da eine Rolle gespielt haben, die sich auch gegenüberstanden. Ja. Man muss allerdings sagen, Sie als Zeitzeugen hier zu benennen, ist ein bisschen ein Understatement, denn Sie sind ja einer der entscheidenden politischen Protagonisten und Handelnden bei der Wiedervereinigung gewesen. Sie sind es auch insofern ganz besonders glaubwürdig und ganz besonders interessant in diesem Fall, nicht nur, weil Sie die Wiedervereinigung mitgestaltet haben, sondern weil sie den ganzen Weg Deutschlands vom Krieg in die Teilung bis zur Wiedervereinigung miterlebt haben und auch mitgestaltet haben. Ich darf vielleicht ganz kurz für diejenigen, die es so parat nicht haben, in den Jahreszahlen haben sie sicher nicht parat, in ihr Leben einführen. Sie werden aber Lebendiges aus ihrem Leben gleich berichten. 1927 ist Herr Genscher in einem Ortsteil der heutigen Stadt Halle an der Saale geboren, das ist, glaube ich, weit bekannt. 1943 war er noch Flakhelfer im Krieg, hat das Kriegsende dann 1985 in der Wehrmacht erlebt und kurz nach 1945. Ganz so lange hat man sie da nicht hereingezogen. Nun, dass wir dieses hier machen, das ist auch in anderer Hinsicht etwas Besonderes, denn es ist nicht eine Veranstaltungsreihe, die das Rektorat aus seiner natürlich übergroßen Weisheit organisiert hat, sondern es ist etwas, was von den Herren Dr. Julian Pulper und Dr. Heiko Sauer aus der juristischen Fakultät, beide auf dem Weg zur Habilitation, besonders elegante Art der Habilitation anzufangen, erstmal alle wichtigen Leuten näher zu tun, damit man ganz original die besten Informationen hat, dann wird die Habilitation ganz originell. Aber sie haben eine besondere Initiative hier entwickelt und wir sind auch besonders stolz darauf, dass wir solche jungen Dozenten hier haben, die so etwas zustande bringen. Was wir am 17. Juni 1953 erlebt.
Führung reagiert auf die Ablehnung der Bevölkerung. Bert Brecht hatte 1953 über die Reaktion der SED gehöhnt, indem er sagte, das Volk versteht uns nicht mehr, wir wählen uns ein anderes Volk. Müssten wir es eigentlich nicht so machen. Aber 1961 ist Reaktion eine andere. Da lautet sie, das Volk versteht uns nicht mehr, das Volk verlässt uns, also müssen wir es einsperren. Abgrenzung ist immer ein Zeichen verkappter Unterlegenheitsgefühle. Das muss man bei jeder Debatte beachten. Man könnte es auch aktuell für manche Frage so sehen. Das Ergebnis, dass die deutsche Politik mit der Bildung der Regierung aus SPD und FDP zieht, ist, in dieses Konzept hinein die politischen Aktivitäten zu entfalten, die wir als Deutsche, die wir Hauptinteressenten des Erfolgs dieser Politik sein müssen, zu verfolgen haben. Das ist das Konzept für die Ostverträge, mit dem wir ein Modus vivendi suchen für die Überwindung der Zeit der Spaltung unseres Kontinents. Niemand, der auf der anderen Seite diese Verträge unterzeichnete, war sich im Unklaren darüber, was unser politisches Ziel ist. Die Wirkung dieser Politik war, dass es gegen neue Entwicklungen im Ostblock keine Militäraktionen mehr gab, sondern dass zunehmend ein Prozess der Entspannung eingeleitet wurde mit allen Konfrontationen, die es derzeit gab. Denken Sie an den NATO-Doppelbeschluss mit all seinen Auswirkungen auch in der öffentlichen Debatte in Deutschland. Der Grundlagenvertrag mit der DDR gab uns neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit, aber auch der Aktion für die Menschen. Rundfunk und Fernsehen sollten nicht mehr gestört werden können. Und es sollte ein Recht begründet werden, dass diese Aufklärungsarbeit der Presse aus jeweiligen Ländern in andere Formen genommen werden kann. Das heißt, die sowjetischen Fernsehstationen können aus der Bundesrepublik berichten und wir können aus der Sowjetunion berichten oder auch aus der DDR. Welche Bedeutung das hatte, haben wir 1989 erlebt. Die Bürger der DDR in Rostock erfuhren aus westdeutschen Medien, was in Leipzig geschieht. Und sagen, das können wir auch. 1989 war alles anders. 1989 erlebten wir eine europäische Freiheitsrevolution. Das war das ganz Neue. Eine Politik des Dialogs und der Zusammenarbeit. Gegensätze zu überwinden und Vertrauen zu schaffen. Das war der Weg, der das deutsche Verhältnis wieder zu einem deutschen Verhältnis machen könnte. Mit einem stolzen Wort, deutscher Bürger, wir sind das Volk. Wir nicht. Wir sind das Volk. Es war möglich, diese komplizierteste Frage zu lösen. Meine Damen und Herren, man muss wollen, man muss entschieden sein, auch auf den anderen zuzugehen. Ich kann den anderen nicht überzeugen, wenn ich mit dem Rücken zu ihm stehe. Ich muss ihm ins Gesicht sehen, meine Meinung äußern, mich seinen Argumenten auseinanderzusetzen. Und ich wünsche mir, dass dieses Land und dass dieses Europa die Kraft findet, seine Zukunft durch aufeinander zugehen zu gestalten und eine neue Weltordnung zu schaffen, die überall in der Welt als gerecht angesehen werden kann. Ich danke Ihnen.